Jetzt geht's dann gerade los mit Best of Nummer 3, aber vorher noch eine Message von der künftigen Bachelorette. Ich möchte Ihnen zuerst berichten über die Energiestrategie, zweite Stufe. Guck mal, was ich hier habe. Ein Brief. Ja, nicht schlecht, Nathalie, aber ganz korrekt müsste es heissen. Hey Jungs. Kommen wir mal schon an, hat den Brief hineingeschneit. Hey, gelegen. So, wo sind wir eigentlich? Sarah, wo bist du? Wo ich bin. Wo du bist? Direkt vor dir. Aber es geht nicht um eine Missfall oder irgendetwas. Es geht einfach darum, dass er seinen passenden Partner sucht. Im besten Fall ist es sogar eine Partnerin. Und wie soll die sein, Tobi? Es muss schon eine sein, die ja, ein bisschen hart ist im Nehmen und vielleicht ein paar Tage ohne Dusche auskommt und keine Berührungsängste hat in der Natur. Okay, also in dem Fall kannst du gerade alle heimschicken. Sorry, Ladies. Tobi, seine Traumfrau sehen entweder so, so oder so aus. Und ganz sicher nicht so. Was? Wir bekommen. Ist das eine neue Kandidatin? Also ein neuer Kandidat oder Mann ist es definitiv nicht. So viel steht fest. Wie geht's euch? Habt ihr auch schon ein bisschen Gänsehaut? Möchtet ihr mal ein bisschen etwas ausprobieren? Ja, logisch. Liebt ihr es, euch zu bewegen? Warum redest du so komisch? Apropos komisch reden. Weißt du, ich bin sehr, sehr heiße Frau. Nein, bist du nicht? Ich würde dich heute schon gerne heimschicken. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das mit unserer Zukunft hätte. Okay. Puh, das ist echt schwerverträgliche Kost heute. Kann man irgendjemand einen Snack bringen? Und ich dachte, ich organisiere einen kleinen Dschungelfood. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Appetit bekommen. Jetzt tut nicht so. Ich habe schon wesentlich Schlimmeres gesehen im Fernsehen. Mach vorsichtig. Ja. Oder um es mit den Worten von Laura Nora zu sagen. Ich habe schon Schlimmeres runtergeschluckt. Logisch, ich meine, wie sonst kann man sich ein Abendkleid für einen Pool leisten? Und was hat Laura Nora eigentlich in dieser Folge sonst noch gemacht? Oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine blöde Stelle, um das Video anzuhalten. Und ihr fragt euch zu Recht, ja, wie geht das weiter? Kindergerecht dargestellt würde ich sagen, etwa so. So, das war's. Aber keine Angst. Es geht gleich schon wieder weiter. Also, ich würde sagen, ihr könnt euch selber mit mir zusammen einen riesen Applaus geben. Bravo.